Zusammen mit dem Unternehmen Gebhardt Fördertechnik GmbH haben wir im Rahmen des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 ein Forschungsprojekt durchgeführt. In diesem Projekt haben wir eine Augmented Reality Brille an einen Kommissionierarbeitsplatz angebunden, direkt in dem Unternehmen Gebhardt. Vorher gab es an diesem Arbeitsplatz, das ist ein Ware-zu-Personen-Kommissionierarbeitsplatz, ein stationäres Terminal. Wir haben dort zwei Arbeitsplätze vorliegen und wir haben in dem Projekt zusammen mit Gebhardt eine Augmented Reality Datenbrille angebunden. Das Ziel des Projektes war es, zum einen die Prozesse zu optimieren, das heißt auch die Fehlerrate zu reduzieren durch diese Datenbrille und auch einmal zu schauen im Rahmen dieses Pilotierungsprojektes mit einer Studie zur kognitiven Ergonomie, wie denn überhaupt die Belastung ist und die Unterstützung für die Mitarbeiter beim Kommissionieren. Das heißt, wir haben einmal den ganzen Prozess als Fraunhofer IML begleitet, angefangen von einer Prozessaufnahme, weil wir wollten gerne wirklich die Prozesse eins zu eins, die existieren im Lager, umsetzen in die Dialogführung der Datenbrille. Ein Ergebnis weiterhin im Projekt ist eine Checkliste. Die sollte für das Unternehmen Gebhardt einmal zur Verfügung stehen und soll aber auch nach dem Projekt für andere Unternehmen verfügbar sein. Das ist eine Handlungsanweisung für eine ergonomische Gestaltung von Datenbrillen und auch für eine ergonomische Dialoggestaltung. Das heißt, wenn der Mitarbeiter mit der Datenbrille kommuniziert, soll das geltenden Ergonomierichtlinien und Normen entsprechen.